So, Gerrit, als nächstes eine Frage von mir, die mich schon ein bisschen länger auch beschäftigt, und zwar chronische Verhaltenserkrankungen. Und das mal schön im Detail angeguckt. Lass uns dann ruhig mal bei dem Wort chronisch anfangen, aber dann noch weiter auf Verhalten, wo Verhalten eventuell herkommt. Alles, was wir tun, ist ja in gewissermaßen irgendwo Verhalten. Und dann gekoppelt mit der Verhaltenserkrankung oder den Verhaltenserkrankungen. Deine Meinung dazu. Lass uns mal mit dem chronisch anfangen. Das ist ein Wort, das auch sehr viel umgeschmissen wird heutzutage. Und ich finde, das ist, kann nicht schaden, das nochmal genauer zu beleuchten, kurz. Chronisch kann man in Kontext stellen mit ins Gegensatz akut. Ne? Chronisch heißt, etwas ist auf Dauer stabil und wird auf Dauer aufrechterhalten oder bleibt auf Dauer aufrechterhalten. Akut ist, dass es nur für einen kurzen Zeitraum da ist. Und, wenn wir uns zum Beispiel Autos oder mechanische Systeme angucken, die lieben chronische Sachen, also sie lieben Dinge, die gleich bleiben, die lieben Stabilität. Ein Auto in die Garage zu stellen, ist der beste Weg, ein Auto am Leben zu erhalten. Einen menschlichen Körper in die Garage zu stellen, ist der beste Weg, ihn kaputt zu machen. Weil biologische Systeme und mechanische Systeme komplett unterschiedlich funktionieren. Mechanische Systeme reagieren auf Stress, nämlich so, dass sie durch Stress konstant schlechter werden. Das heißt, wenn ich einen akuten Stressreiz auf ein Auto mache, indem ich zum Beispiel mit dem auf die Autobahn gehe und voll durchtrete, dann wird das Auto dadurch zumindest mal nicht besser, es wird auf jeden Fall schlechter. Und bei biologischen Systemen ist das anders. Also ein biologisches System, das wird im Moment des akuten Stressreizes auch schlechter, aber dadurch wird ein Wachstumsreiz ausgesendet, dass das System mit der Zeit besser wird. Und das nennt sich in der Biologie Hormese. Hormese ist im Endeffekt Verbesserung durch Triezen von diesem System. Also ich versuche eine Schwachstelle zu triezen von diesem System und dadurch wird es weniger zur Schwachstelle, dadurch wird es besser. Ja? Also wenn ich schneller laufen will, muss ich mehr schnell laufen. Wenn ich mein Auto schneller machen will, kann ich nicht mehr Gas geben. Das wird nicht schneller dadurch Genau, wenn ich werden. zu wenig Muskeln habe, heißt das nicht, dass ich meine Muskeln nicht benutzen muss. Das wäre bei mechanischen Systemen nämlich der Fall. Sondern wenn ich zu wenig von etwas habe in biologischen Systemen, dann muss ich das herausfordern. Wenn ich zu wenig Muskeln habe, muss ich die Muskeln herausfordern. Wenn mein Immunsystem zu schwach ist, dann muss ich es herausfordern, damit es besser wird. Und zwar so, dass es nicht überfordert wird. Das heißt, bei biologischen Systemen ist immer die große Frage, wie sehr muss ich sie fordern? Weil ich muss sie fordern. Wenn ich sie nicht fordere, degenerieren sie, use it or lose it. Aber wie sehr fordere ich es, ohne es zu überfordern? Ne, Immer Kälte ist zum Beispiel so so ein eine Beispiel. Gratwanderung dann natürlich, ne? Gratwanderung kann man so sehen. Gratwanderung ist auch ein Bild, was ich immer gerne benutzt habe. Ich habe mich von dem Bild der Gratwanderung ein bisschen abgewandt, weil es halt so einen chronischen Aspekt hat. Ne? Man wandert ja nicht immer den gleichen Aspekt. Was ich inzwischen, womit ich gerne arbeite, ist halt so die Balance. Und zwar, was Balance halt wirklich bedeutet. Weil Balance heißt nicht, einfach in der Mitte zu stehen. Möchte man zuerst mal meinen. Ein Seiltänzer kriegt dadurch Balance, dass er links und rechts sehr große Extreme hat. Je länger die Stange nach links und rechts außen wandert, desto mehr findet er seine Balance. Balance ist ein abstraktes Konzept, was nicht existiert. Genauso wie die Mitte eines Raumes existiert nicht, ohne dass wir wissen, wo der Raum endet. Erst wenn wir wissen, wo die Wände sind, wissen wir, wo die Mitte des Raumes ist. Erst wo wir wissen, wo die biologischen Extreme sind, wissen wir, wo die Mitte ist. Erst dadurch entsteht Balance, dass Extreme sich degenerieren, miteinander interagieren. Ein Gelenk weiß erst dann, wo seine Balance ist, wenn es weiß, wo seine Extreme sind. Nochmal auf die chronische Geschichte zurückzukommen. Versucht unser Organismus nicht trotzdem immer irgendwo Wiederholungs, so zum Beispiel, ich gehe immer um 10 Uhr ins Bett. Ich finde, das ist irgendwie, dass mein Körper funktioniert damit gut, dann sucht er sich irgendwo diese chronischen, diese wiederkehrenden Dinge. Wir können ja theoretisch auch chronisch gesund sein in der Hinsicht. Das hat ja gar nicht, ist ja gar nicht mit irgendwas Negativem behaftet Genau. sein, das Wort, ne? Chronisch gesund heißt chronisch anpassungsfähig zu sein, und zwar Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen Extreme. Du bist dann gesund, wenn dein Blutdruck sehr große Tiefen erreichen kann und sehr große Höhen. Du bist dann ungesund, wenn dein Blutdruck in seiner Amplitude steifer wird, wenn du immer den gleichen Blutdruck hast. Wenn du nachts tiefen Blutdruck hast und wenn du Extremsport machst, hohen Blutdruck, dann bist du gesund. Wenn du aber immer einen konstant gleichen Blutdruck hast, dann bist du krank, weil du eine Anpassungsfähigkeit verloren hast. Wenn du dich an verschiedenst hohe und niedrige Temperaturen anpassen kannst und dabei ein stabiles inneres Environment zu behalten, dann bist du gesund. Je mehr der Körper ist in der Lage ist, extreme Situationen abzufedern, je mehr du mit Hunger und Übernahrungsangebot umgehen kannst, desto gesünder bist du. Gesundheit ist auch ein sehr abstraktes Konzept, aber im Endeffekt kann man sagen, Gesundheit ist Anpassungsfähigkeit. Weil je mehr der Körper in der Lage ist, sich an verschiedene äußere Umstände anzupassen, desto mehr schafft er es, sein inneres Umfeld in einer dynamischen Balance. Das heißt dann auch nicht Homöostase mehr, weil Homöostase heißt einfach statische Balance. Ja?
sondern Allostase, nämlich dynamische Balance, eine sich konstant anpassende Balance. Und darin ist der Körper am liebsten oder da ist er am gesündesten. Das, was wir als Gesundheit bezeichnen, ist im Endeffekt ein Zustand einer guten Allostase, einer guten Anpassungsfähigkeit an sich konstant verändernde Umfelder. Und eine chronische Erkrankung ist eine Einschränkung dieser Anpassungsfähigkeit. Chronisch kranke Menschen sind weniger anpassungsfähig. Sie können die Bandbreite von den Dingen, die sie erleben können, wird geringer. Ja. Vorher konnte man vielleicht schwimmen, laufen, und das kann man jetzt halt nicht mehr. Und das ist das, was eine chronische Erkrankung definiert. Natürlich gibt es für die verschiedenen chronischen Erkrankungen Definitionskriterien, Diagnosekriterien, die aber alle am Ende des Tages irgendwas mit einer Form von Anpassungsunfähigkeit zu tun haben. Zum Beispiel ein Diabetes ist die Unfähigkeit, seinen Blutzuckerstoffwechsel anpassungsfähig zu regulieren, mit Blutzuckerspitzen und Blutzuckerabfällen umgehen zu können zum Beispiel. Diese Anpassungsfähigkeit ist dann ja auch quasi ein Abfall in der Leistungsfähigkeit, sage ich mal. Gewisse alltägliche Dinge zu tun. Ja. Oder ja, wie du gerade schon gesagt hast. Eine Funktionsbandbreite wird genau. Und dadurch kann man auch dann immer mehr in so eine, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig benutze, aber homöostatisches Leben kommen. Du machst immer das Gleiche, immer ein bisschen weniger, immer ein bisschen weniger. Irgendwann gehst du eine Stunde spazieren, irgendwann kannst du noch eine halbe Stunde spazieren, irgendwann gehst du gar nicht mehr spazieren. Ja. Und das gibt uns dann diesen gewissen Twist, diesen ja, chronisch entzündliche, chronisch ungesunden Lebensstil. Das ist ein bisschen. Ja, wir degenerieren ganz, ganz langsam, wenn wir nicht unsere Systeme regelmäßig herausfordern. Wir müssen alle unsere Systeme herausfordern, weil sonst haben wir wirklich die Situation use it or lose it. Ja? Und dazu müssen wir natürlich ein gewisses Verhalten an den Tag legen. Ne? Wenn wir uns nicht mehr mit der Kälte konfrontieren, dann degenerieren unsere biologischen Systeme, die Kältemanagement und Wärmemanagement betreiben. Dazu gehört die Schilddrüse, dazu gehört die Gezellfunktion, Mitochondrienfunktion, Thermogenin. Wenn wir uns nicht mehr hohen Blutdruckspitzen oder körperlichen Herausforderungen, dann degenerieren unsere muskulären Systeme, dann degeneriert unser Gefäßsystem, was sich an diese Blutdruckspitzen anpassen muss und unser Herz. Und Systeme, biologische Systeme müssen wir herausfordern. Wenn wir nicht das Verhalten an den Tag legen, das zu tun, dann leiden wir darunter mit der Zeit. Ja, weil eine eingeschränkte Bandbreite im Leben, das reduziert die menschliche Erfahrung für das, was sie eigentlich sein kann. Und das möchte keiner so wirklich. Und dann ist halt so die Frage, wie wird denn eigentlich unser Verhalten gesteuert? Und wir machen häufig den Fehler zu denken, dass das über unser Gehirn gesteuert wird. Wir denken, wir sind so gehirndominante Wesen, das Gehirn ist der Gott und wir müssen es nur verstehen, dann machen wir es. Das ist Quatsch. Wir wissen, dass sehr viele Leute wissen, was zu tun ist, aber dann macht man es halt doch nicht. Und dann ärgert man sich und dann macht man sich fertig, dass man es nicht geschafft hat und nur undiszipliniert ist und so. Und wir können das Ganze ein bisschen aufweichen, indem wir verstehen, wie Verhalten reguliert wird. Weil Verhalten hat so relativ wenig mit unserem Denkhirn zu tun. Das Denkhirn ist 300.000 Jahre alt und so alt wie der Mensch. Also natürlich am Affen haben auch so primitivere Formen des Denkhirns. Lass es mal 1,5 Millionen Jahre alt sein. Aber es ist nicht so alt wie Verhalten. Verhalten gab es schon immer, aber Denken noch nicht so lange. Und allein deshalb ist schon der Gedanke, dass Denken zu mit Verhalten oder das Steuerungsorgan für Verhalten ist absoluter Kokolores. Verhalten ist viel, viel älter und Verhalten ist genetisch implantiert. Und wir denken oft über Gene nach als das, was unsere Nase formt, unser Ohr, unsere Augen. Ne, aber auch unser Verhalten ist genetisch implantiert. Ein Biber baut einen Bau und wenn er keinen Bau baut, dann stirbt er. Und ein Gen, was nicht dafür sorgt, dass ein Biber einen Bau baut, wird nicht weiter existieren. Beziehungsweise es hat sich zumindest so gezeigt, dass die Gene, die dafür sorgen, dass ein Biber seinen Bau baut, dafür sorgt, dass der Biber bessere Nahrungsversorgung hat und besser seine Gene weitergeben kann. Und deshalb ist halt das Verhalten eines Bibers, ist sein erweiterter Phänotyp, nennt man das auch. Also Phänotyp ist vom Genotyp, von deiner Genetik abgeleitet, deine Nasenform, deine Hautfarbe etc. Und der erweiterte Phänotyp ist halt das Verhalten, was du in den Tag legst, auf Basis deiner Genetik. Und da sind auch in uns gewisse genetisch implantierte Verhaltensweisen drin. Und manche versuchen wir uns gegen zu wehren und manche versuchen wir uns sogar berechtigterweise gegen zu wehren. Und das ist mit großen individuellen und sozialen Konflikten involviert, vor allem was das Verhältnis zwischen Mann und Frau angeht und Paarungsverhalten, Selektionsverhalten. Das ist ein schwieriges Thema und wo es natürlich berechtigt ist, sich darüber zu fragen, welche Sachen sollten wir versuchen loszulassen. Ne? Und dann gibt es aber auch einen weiteren Einfluss auf unser Verhalten, der nicht genetisch ist. Das heißt, die Information ist nicht in Genen implantiert und lebt in uns,
sondern unser Verhalten ist gesteuert von den Dingen, die wir so aus unserem kulturellen Umfeld halt mitnehmen. Das ist dann keine genetische Information, die in uns implantiert wird, sondern das ist eine memetische Information. Das kommt von dem Wort Mem, und Mem ist sowas wie etwas wie ein Gedankeninhalt. Und genauso wie es genetische Evolutionen gibt, gibt es auch memetische Evolutionen. Mhm. Gedankeninhalte, die sich in einer Gesellschaft verbreiten, die verbreiten sich teilweise viral, und sie sind ja auch genauso wie Viren genetische Informationskombinationsketten. Und diese memetischen Informationen verbreiten sich genauso wie genetische Informationen und steuern halt unser Verhalten. Also so zum Beispiel so Glaubenssätze wie Sport ist Mord, oder wenn ich jetzt laufen gehe, dann gehen meine Knie kaputt. Das sind ja Informationen, die in unsere Gesellschaft es geschafft haben, die sich fast schon viral verbreitet haben und jetzt sozusagen unser Verhalten steuern. Ja? Oder auch der Gedanke, dass man, das ist eine Falt, dass man sich, wenn man sich bewegt, muss man sich richtig bewegen, und ich muss einen Trainer haben, der genau guckt, dass ich nichts falsch mache. Und das produziert ja Ängste, die dazu führen, dass man sich weniger bewegt. Und das ist, wenn man so will, ist das, weil das ja auch eine memetisch übertragene Information ist, die sich viral verbreitet hat, kann man das auch als Viren des Geistes bezeichnen oder Gehirnviren. Das sind Informationen, mit denen wir infiltriert worden sind, die gar nicht so unbedingt von uns kommen, die aber unser tägliches Verhalten heute steuern. Super spannend. Besonders auch wieder der Punkt dann zu sehen, Gehirnviren, dass man das nicht direkt negativ beachtet oder betrachtet, sondern es kann ja auch sehr positive Sachen sein. Ne? Zum Beispiel, wenn ich dir jetzt ein Gehirnvirus einpflanze, dass du nach jeder Dusche noch eine halbe Minute dich kalt abbraust, weil das gut für dich ist, und dass dann der neue Glaubenssatz, sage ich mal, wird, dann kann das auch in der Hinsicht natürlich sehr positive Dinge lostreten oder in Menschen bewegen. Aber der Ursprung dieser Mimetik ist ja sehr tief mit dem Homo sapiens an sich verankert. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, da kannst du vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Es ist ja mit Teil unserer, es macht uns ja sehr besonders von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten eigentlich, oder? Ja, wir sind eine der wenigen Spezies, die es schaffen, sich über so große Territorien zu organisieren und zu kommunizieren und Systeme und Netzwerke aufzubauen. Mhm. Man kann sicherlich ein Argument dafür bringen, dass es auch Pilznetzwerke gibt, die unglaublich große Territorien beeinflussen, wo man auch sagen würde, ist das noch ein Organismus oder mehrere Organismen oder große Ameisenbauten. Und Ameisen sind ja sowieso sehr spannend, weil das so Individuen oder Organismen sind, die gelten als eusozial, also als wirklich sozial. Also für die ist das Kollektiv das Einzige. Und bei Menschen gibt es ja schon so einen individuellen Aspekt. Und das ist ja auch so etwas, wo wir immer wieder mit konfrontiert sind, mit dieser Balance zwischen wie sehr bin ich Individuum und wie sehr bin ich einfach nur ein mich hingebender Teil für das Kollektiv. Ne? Wo ja auch der Westen und der Osten so unterschiedliche Ansätze davon haben. Und zumindest scheint das irgendwie in uns irgendwie unterschiedlich drin zu sein, oder zumindest unterschiedliche Perspektiven, mit denen man da drauf schauen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Ring, mit dem der Mensch zu tun hat, mit dem eine Ameise nicht zu tun hat. Dieses, bin ich vielleicht noch Individuum. Ne? Und da so ein bisschen die Balance zu finden, das ist dann auch hilfreich, um herauszufinden, ob es sich um produktive oder nicht produktive Gehirnviren handelt. Ne? Wie du sagst, es können symbiotische Viren sein, die uns helfen auf unserem Lebensweg, oder es können Viren sein, die Parasiten sind, die uns irgendwann jemand mal eingepflanzt hat, die gar nicht zu unserem Guten dienen, sondern vielleicht aus irgendeinem anderen Grund in uns gelandet sind. Gar nicht mal mit einer bösen Intention von da, wo ich herkomme, sondern einfach nicht hilfreich. Und dann ist es halt wichtig zu verstehen, ja, was ist denn hilfreich? Und da haben uns ja schon immer verschiedenste kulturelle Ansätze geholfen, herauszufinden, gar nicht mal, was es war oder objektiv richtig, weil das ist die Wissenschaft, die uns dabei hilft, sondern was ist hilfreich und was ist der nächste Schritt, und nicht, was ist die Welt, sondern wie soll die Welt denn sein? Wie möchte ich sie denn entwickeln? Und dabei kann uns die Wissenschaft halt nicht helfen, dabei können uns andere Richtungen helfen, dabei kann uns die Philosophie helfen, dabei können uns verschiedene andere Formen der Geistesentfaltung und der Künste halt helfen. Ne? Und wenn man das sagen will, Kunst ist nicht so mein Ding, ich will lieber einen rationalen Herangehensweise daran, gibt es auch viele interessante Denkschablonen, mit denen man herausfinden kann, was denn der richtige Weg ist. Da gibt es zum Beispiel eine Denkschablone, die so lautet, so, was ist das Beste, weil wir sind so ein paar Dinge, mit denen wir am Ringen sind, nämlich wie sehr bin ich Individuum, wie sehr bin ich Kollektiv und wie sehr ist es für mich und wie sehr bin ich für andere und wie sehr geht es um jetzt und wie sehr geht es um die Zukunft? Weil es gibt Leute, die sagen, man muss im Hier und Jetzt leben. Aber was ist mit der Zukunft? Dann gibt es andere Leute, die sagen, man muss in der Zukunft leben. Aber was ist mit dem Hier und Jetzt? Und dann, was ist mit mir? Was ist mit anderen? Was ist mit Individuum? Gleichgewicht. Genau, wie kriegt man eine Denkschablone hin, wo man sagt, was zur Hölle soll ich denn tun? Und da gibt es halt eine Denkschablone, die ich dann so auf rationale Art und Weise ganz interessant finde. Das ist nämlich die Denkschablone, was ist das Beste für mich? Weil wenn ich nicht funktioniere, kann ich anderen nicht helfen. Was ist das Beste für mich,
für die Leute in meinem näheren Umfeld und alle anderen, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch in der nahen und in der fernen Zukunft. Also wie handle ich, dass es gut für mich ist und gleichzeitig gut für mein nahes Umfeld und alle anderen, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch in der nahen Zukunft, in der fernen Zukunft. Das ist tough. Das ist nicht einfach. Und eine Sache, die halt dazu führt, dass wir das nicht so tun können, ist ein parasitärer Gehirnvirus. Und Dinge, die uns dabei helfen, das so tun zu können, das sind symbiotische Gehirnviren. Besonders auch in der Zeit, in der wir leben und die Zeit, die ja immer schneller wird, wenn wir ein bisschen jetzt zurückblicken. Wie siehst du das mit dem, wie anpassungsfähig oder offen wir für viele Dinge sein sollten, ich mag das Wort müssen nicht so gerne benutzen. Die Zeit ändert sich, ja? Klar, Anpassungsfähigkeit, klar. Zeiten ändern sich und dich. Und es wird immer schneller. Ja. Und wir können nicht eventuell an Gehirnviren von 1950 festhalten. Up to date bleiben. Richtig, und das ist auch sehr wichtig, den Dialog zu suchen, wo wir angefangen haben, Offenheit zu zeigen und Toleranz zu zeigen und beide Seiten. Und Geschlossenheit zu zeigen, weil auch an jede neue Idee sich sofort anzuheften, ist auch nicht clever. Richtig, richtig. Und, aber dafür haben wir ein Mosaik in der Gesellschaft, wo wir manche Leute haben, die eine Tendenz dazu haben, an alten Ideen festzuhalten. Und es gibt manche Leute, die eher die Tendenz dazu haben, an neuen Ideen festzuhalten und alte loszulassen. Und das ist halt extrem wichtig, dass der Dialog zwischen diesen mindestens zwei Gruppen halt stattfindet, weil sonst wissen wir nicht, wo die Mitte ist. Nochmal, die Mitte ist ein abstraktes Konstrukt, die nicht existiert ohne die beiden Extreme. Nur wenn wir wissen, was konservativ ist und wenn wir wissen, was innovativ ist, können wir darüber reden, was denn hilfreich ist. Mhm. Weil weder pure Innovation noch pure Konservation ist hilfreich. Wir müssen den Dialog haben als Mosaik. Wir sind ein einzelnes Mosaik und die Gesellschaft ist ein Mosaik. Und über diese Diskussion können wir halt genau diesen Sweet Spot halt finden. Und wie du gesagt hast, es ist hilfreich, immer wieder die eigenen Gehirnvirusstrukturen zu durchscannen und mit einer Schablone abzugleichen, ob das denn heute noch up-to-date ist. Weil, wie du sagst, wir tragen alle Ideen mit uns rum, die vielleicht zu einem Zeitpunkt sehr, sehr hilfreich waren und es jetzt aber vielleicht nicht mehr sind. Das kann uns halt davon abhalten, in die Handlung zu kommen. Das kann man sich schlecht vorstellen in dem doch relativ kurzen Zeitraum, in dem wir auf diesem Planeten sind. Dennoch mit, wie gesagt, der Geschwindigkeit, in der sich alles entwickelt, kann es schon mal sein, dass Gehirnviren von vor 20 Jahren nicht mehr up-to-date sind und auch gar nicht mehr nützlich, eher parasitär sind. Ja, alleine so ein Gehirnvirus, wie dass du, wenn du in der 7., 8. Klasse ausgelacht wurdest, weil du danach der dicke Junge warst und es hat dir eine sehr, sehr schlechte Emotion bereitet, an Sport teilzunehmen, dann ist da eine neuronale Verbindung entstanden, die eine schlechte Emotion mit Bewegung koppelt. Und die einfach kann man ja heute einfach nochmal hinterfragen, ob die noch hilfreich ist. Richtig. Das wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt. Ja, und dann ist halt so die Frage, wie kommt man denn in die positive Veränderung und die Bewegung halt rein? Und das fängt halt damit an, haben wir auch schon darüber gesprochen, sich auch gar nicht erstmal fertig zu machen, dass man nicht motiviert ist. Und weil das ist auch teilweise ein Symptom einer chronischen Stoffwechselerkrankung, dass man halt an Motivation verliert. Eine chronische Entzündung sorgt dafür, dass man träge wird, müde und an Motivation verliert. Und wir reden davon häufig von diesem Konzept von nicht wollen können. Also viele Ärzte und andere Therapeuten sagen so, ja, meine Patienten wollen nicht. Und das ist Bullshit, das ist ein Symptom ihrer Stoffwechselerkrankung. Die können nicht wollen. Und wir müssen den Respekt dagegenüber haben, dass das einfach ein Symptom ist. Und auch ein Mensch muss gegenüber sich selber den Respekt haben, oh, ich habe Trägheit, Müdigkeit, das ist ein Symptom meiner chronischen Stoffwechselsituation. Wie komme ich da raus? Mit dem allerersten Schritt. Weil Emotionen, nämlich dieses, ich möchte hier raus, oder dieses schlechte Gefühl, was ich habe, sind dafür da, um uns in Bewegung zu bekommen. Wir müssen mit dem allerersten Schritt heraus. Und aus diesem ersten Schritt heraus bringe ich meinen Stoffwechsel 0,00001% in eine bessere Position. Dadurch habe ich morgen 0,0001 bisschen bessere Chance, in Bewegung zu kommen. Das immer ein kleines bisschen mehr. Wir reden ja häufig über diese alte indianische Geschichte, wo der kleine Junge dann seinen Häuptlingsvater fragt, so, Papa, wie funktioniert das Leben? Und er sagt so, du, es ist ein ständiges Ringen zwischen dem großen schwarzen und dem großen weißen Wolf und für einen blutigen Kampf in unserem Gehirn und in unserem Herzen. Mhm. Ja, aber Vater, wer wird denn gewinnen? Ja, der, den du fütterst. Und wir haben halt, ich sage das auch unseren Patienten häufig, es gibt zwei Areale in unserem Gehirn. Das eine ist das Stolzareal, das andere ist das sich klein machen Areal. Und kommt darauf an, welches du fütterst. Ja. Mach Dinge, die dich stolz machen. Und daraus entsteht Stolz.
Ein Stolz passiert nicht einfach so. Selbstvertrauen. Lass uns mal über das Wort Selbstvertrauen nachdenken. Du vertraust dir selber, das zu tun, was du dir selber versprochen hast. Mhm. Und dazu gehört es halt, dir auch Versprechungen zu machen, die du auch einhalten kannst. Du kannst jetzt nicht deinem Zukunfts-Ich Aufgaben auferlegen, die überhaupt gar nicht möglich sind. Das heißt, zu sagen, ich habe jetzt 20 Jahre keinen Sport gemacht und ab morgen mache ich jeden Tag eine Stunde Sport, ist absolut absurd. Ja. Du kannst dich nur in eine Position bringen, wo du wieder dein Ich-mache-mich-selber-fertig-Areal ansteuerst. Sehr stark besonders. Ja, weil wenn du jetzt zu viel auflegst oder dieses alle können das doch, wieso kann ich das nicht? Weil du es 20 Jahre nicht gemacht hast. Das ist der einzige Grund. Genau. Und dann hinterfragst du das aber und dann kannst du sehr schnell wieder in diese Schiene reinkommen mit dem, ja, ich bin einfach schlechter wie alle anderen. Ja. Und dann suhlst du dich wieder in deinem Selbstmitleid und stehst auf der Stelle, beziehungsweise wir stehen nie auf der Stelle. Ja. Geht dann weiter bergab. Genau. Die Frage ist halt gar nicht mal so, wo stehst du gerade oder was kannst du oder was kannst du nicht, sondern auf welcher Dynamik bewegst du dich gerade? Entwickelst du dich gerade mehr in die Richtung, in die du dich selber entwickeln möchtest? Und das hat gar nichts damit zu tun, wirst du gerade ein Supersportler. Nicht jeder muss ein Supersportler, darum geht es nicht. Sondern entwickelst du dich gerade mehr in die Richtung, in die du es für dich, für alle anderen, jetzt in der Zukunft für hilfreich erachtest? Oder halt nicht? Wie ist der Trend? Ja. Jeden Tag einen kleinen Schritt gehen, sich dafür auf die Schulter klopfen, um damit den weißen Wolf, also das Stolzareal, zu trainieren. Weil je stärker das wird, desto einfacher wird es aktivierbar. Wie alles im Körper. Use it or lose it. Und dann diese ganzen Sachen mit sehr viel Respekt, aber auch sehr liebevoll anzugehen, ist sehr wichtig. Und es werden auch mal die Tage kommen, wo du halt auch mal nichts machst. Ja. Aber die sind auch völlig okay, wenn du eine ganze Woche lang ein bisschen was gemacht hast. Ja. Es ist okay, es ist live. Live. Es gibt keine Bedienungsanleitung, ne? Ja, leider. Zum Glück nicht. Man neigt immer zu direkt, leider nicht zu sagen, aber zum Glück nicht. Stell dir mal vor. Gut. Das war langweilig. Gut. Alright. Danke dir.